Eine Funktion lässt sich ja durch verschiedene Eigenschaften beschreiben. Ich habe hier eine Funktion gezeichnet, die nur in einem beschränkten Bereich zwischen x0 und x8 definiert ist. Das heißt, die Kurve beginnt hier und hört hier auf, also die geht nicht bis ins Unendliche weiter. Und auf der Kurve befindet sich jetzt ein Punkt und anhand von diesem Punkt möchte ich einige Eigenschaften von dieser Kurve, von dieser Funktion hier erklären. Zuerst mal die Funktionswerte. Die Funktionswerte sind ja die y-Koordinaten von diesem Punkt. Das heißt, immer der Abstand vom Punkt zur x-Achse ist der jeweilige Wert. Hier genannt f von x. Und wenn ich mal hier die Kurve durchgehe, dann sehe ich, dass f von x hier überall negativ ist. Hier genau an dieser einen Stelle, na komm her, das schaffe ich da jetzt nicht, aber du kannst es vorstellen, also hier an dieser einen Stelle, da ist fx gleich 0. Sowas nennt man eine Nullstelle und hier ist f von x auch gleich 0. Das wäre auch eine Nullstelle. Also sozusagen, hier ist eine Nullstelle, ich suche sie gerade, das muss sein x0, x1, x2, x3 ist eine Nullstelle und x5 ist auch eine Nullstelle. Und hier wird f von x wieder negativ. Negativ, 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 negativ. Ja, also kleiner 0 ist gleich 0, hier überall größer 0, hier wieder ist gleich 0 und hier wieder kleiner 0. Ja, soweit zu f von x. Nächster Punkt ist f' von x. Und der wichtigste Satz der 7. Klasse heißt ja, die erste Ableitung ist eine Formel für die Steigung. Also genauer jetzt eine Steigung der Tangente. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie sich die Tangente entwickelt, wenn ich den Punkt hier die Kurve entlang bewege, dann sehe ich, dass die Tangente manchmal bergauf geht, so wie hier. Also hier ist f' von x größer 0. Hier ist zum Beispiel f' von x kleiner 0. Die Tangente geht ja bergab. Und es gibt einige Stellen, wo die Tangente waagrecht ist. Das heißt, da ist f' von x gleich 0. Ich kann sie ja jetzt nicht so hundertprozentig genau einstellen. Also zum Beispiel hier beim Argument x1. Da ist sie wieder größer 0. Da oben ist die Tangente wieder waagrecht, also da gehört das Argument x, was muss das dann sein, x4 dazu. Ja, hier an der Stelle x4 ist gleich 0. Hier geht es wieder bergab, 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 die ganze Zeit. Und hier ist die Tangente nochmal waagrecht, das ist an der Stelle x7. Ja, also das ist jetzt f'. F' ist eine Formel für die Steigung dieser Tangente hier. Größer 0, gleich 0, kleiner 0. Ja, und dann gibt es da noch f2' von x. Und f2' von x ist eine Formel für die Krümmung. Das heißt, da dreht sich es darum, ob die Kurve gerade nach links oder nach rechts geht. Man fährt die Kurve immer von links nach rechts in dieser Richtung ab. Und jetzt überlege ich mal, wenn ich das mit einem Auto abfahren würde, hätte ich das Lenkrad hier nach links eingeschlagen. Links, 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 immer links, auch wenn es schon fast gerade ist. Hier ist genau der Punkt, wo ich von einer Linkskurve in eine Rechtskurve übergehe. Das heißt, an der Stelle x2 geht die Linkskrümmung in eine Rechtskrümmung über. Und jetzt muss ich noch wissen, die zweite Ableitung ist bei einer Linkskrümmung, Achtung, lachendes Smiley, größer 0. Das heißt, hier habe ich größer 0. Hier ist es schon kleiner 0, weinendes Smiley, negative Krümmung. Und genau bei diesem Wendepunkt, wo eine Linkskurve in eine Rechtskurve übergeht oder umgekehrt, ist die zweite Ableitung 0. So, kleiner 0. Kleiner 0, kleiner 0, kleiner 0, kleiner 0. Hier habe ich den nächsten Wendepunkt, wo ich mein Lenkrad eine unendlich kurze Zeit mal gerade halte. Jetzt habe ich wieder eine Linkskurve. Links, 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 das heißt größer 0, größer 0, größer 0, größer 0.
Lenkrad kurz mal gerade und kleiner 0, kleiner 0, kleiner 0, kleiner 0. Das bedeutet, dass die zweite Ableitung hier größer 0 ist, hier gleich 0, hier ist sie kleiner 0, weil ich eine Rechtskurve fahre, hier ist sie wieder 0, da habe ich wieder eine Linkskurve, also größer 0, hier wieder 0 und da habe ich eine Rechtskurve, deshalb hier wieder kleiner 0. So habe ich also die Kurve mit Hilfe von f von x, von f' von x und von f2' von x beschrieben.